Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, lieber verehrter Herr Lenkert, ich muss schon sagen, wenn Sie solche Reden vor Ort halten, die Menschen auf diese Art und Weise verwirren, wundert es mich nicht, warum wir mit dem Leitungsausbau nicht vorankommen. Wir können nur hoffen, dass hier andere anders reden. In diesem Sinne haben wir heute große Gesetzgebungspakete und wollen auch die Energiewende wirklich ein Stück weit wieder voranbringen. Wir haben heute zwei große Themen vor uns. In der nachfolgenden Debatte kommt das Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Wir wollen schrittweise den Ausbau von KWK weiter möglich machen, den Bestand sichern, wollen damit auch eine verlässliche Säule neben erneuerbaren Energien möglich machen. Und im jetzigen Gesetzgebungspaket wollen wir mit dem Stromleitungsausbau weiter vorankommen. Das heißt, wir haben zwei große Pakete, die für sicheren und bezahlbaren Strom in Zukunft sorgen. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, den wir hier in der Energiewende vorangehen. Meine Damen, meine Herren, ohne Stromnetze wird es keine Energiewende geben. Und ich will nochmals betonen, welchen großen Umbau wir in den nächsten Jahren vorhaben und möchte es an ein paar wenigen Zahlen nochmal beschreiben. Vor 20 Jahren gab es in Deutschland ca. 1.000 Erzeuger von Strom. Heute sind es über 1,8 Millionen Erzeuger, die wir haben. Früher floss der Strom nur in eine Richtung, von Übertragungsnetzen über die Verteilnetze bis hin zum Verbraucher. Heute fließt der Strom in beide Richtungen. Wir verlieren in den nächsten 7 Jahren 8 Kernkraftwerke. Das heißt, wir verlieren 15% unserer insgesamten Erzeugung, größtenteils im Süden unseres Landes, und werden demgegenüber die nächsten 7 Jahre oder die nächsten 10 Jahre über 35 Gigawatt neue Windleistung aufbauen, größtenteils im Norden. Das heißt, wir werden ein Drittel unserer gesamten Stromversorgung umwälzen vom Süden in den Norden. Und es wird eine enorme Herausforderung bedeuten für unsere Stromnetze. Und deshalb müssen wir hier auch viel investieren. All das macht deutlich, wir kommen an einem weiteren Ausbau der Stromnetze nicht vorbei. Und ich wäre dankbar, wenn sich dazu auch alle hier im Haus endlich mal ohne Wenn und Aber bekennen würden. Wenn wir das nicht tun, dann hat das enorme Folgen für die Netzstabilität. Wir bekommen Versorgungsengpässe und die Kosten werden zusätzlich steigen. Meine Damen und Herren, für uns gehören der Netzausbau und die Energiewende zwingend zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Deshalb haben wir bereits 2011 nicht nur den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und haben gleichzeitig auch gesagt, wir wollen mehr tun für den Netzausbau, haben damals das NABIC, den Netzausbaubeschleunigungsgesetz beschlossen, haben den Bundesbedarfsplan beschlossen und haben damit ein Bekenntnis gemacht zum Netzausbau in den nächsten Jahren. Wir haben neue Leitungen festgelegt, über 2.800 neue Stromtrassen, 2.900 Kilometer Leitungen sollen ertüchtigt werden. Wir haben Öffentlichkeitsbeteiligung ausgedehnt. Wir haben Verfahren beschleunigt und auch vereinfacht. Auch das waren wichtige Meilensteine im Ausbau unserer Netze. Und ich habe die damalige Anhörung noch ganz gut im Kopf. Wir haben damals die Experten gefragt und damals hieß es, wir kommen mit dem Netzausbau schneller voran. Damals hieß es sogar, wir können von einer Realisierungsphase von 10 Jahren runterkommen auf 5 Jahre. Leider hat sich das nicht ganz bewerkstelligt. Wir haben jetzt gespürt vor Ort, dass es enorme Probleme gibt, dass es Akzeptanzschwierigkeiten gibt. Auch lieber Herr Grischer, auch das ist ein Thema, das uns alle bewegt. Und ich habe mit vielen Bürgerinitiativen gesprochen, habe manche schwierige Diskussionen auch beschrieben, habe immer für Leitungsausbau auch vor Ort geworben und habe versucht, die Menschen dafür zu gewinnen. Aber was mich dort immer wieder auch geärgert hat, ist, dass manche politischen Verantwortlichen, ich möchte mal keine Partei nennen, aber manche haben vor Ort immer wieder den Menschen beschrieben, wir brauchen die Leitung gar nicht, was man ja auch wieder gerade eben gehört hat. Es hieß auch manchmal, durch die Leitung geht Braunkohlestrom, den wir nicht haben wollen. Und es hieß auch oftmals, wir machen autarke Systeme und brauchen deshalb keine Leitung. Wenn wir solche Argumente vor Ort bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir mit dem Leitungsausbau nicht vorankommen. Herr Kollege Bareis, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lenkert? Aber sehr gerne doch. Herr Kollege Bareis, ich habe aus der Studie des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, die mit den Daten der Bundesnetzagentur rechnet, folgende Zahlen herausgenommen. Die Stromübertragungskapazität zwischen Nord-
und süddeutschen Regelzonen, also sprich dort, wo der Stromengpass besteht, beträgt 21 Gigawatt. Das heißt, im Extremfall können 21 Gigawatt übertragen werden. Die Differenz zwischen momentaner Erzeugungskapazität in Süddeutschland und dem Spitzenverbrauch, das ist der jetzt etwa um diese Jahreszeit, um diese Uhrzeit, wenige Stunden im Jahr, beträgt im Moment 4 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine Überkapazität von 17 Gigawatt Transportkapazität, heute bereits vorhanden. In wenigen Monaten geht die Thüringer Strombrücke leider in Betrieb. Dann kommen weitere 4 Gigawatt hinzu, dann haben wir 25 Gigawatt Übertragungskapazität. 8 Gigawatt Atomkraftwerke gehen vom Netz. Das heißt, wir haben dann einen Maximalbedarf, weil nämlich auch nur ein Teil in Süddeutschland steht, in Süddeutschland von 10 Gigawatt Transportkapazität bei einer vorhandenen Kapazität von 25 Gigawatt. Erklären Sie mir, wieso Sie bei einer Überkapazität im Jahr 2025 von 15 Gigawatt noch 8 Gigawatt dazu bauen wollen. Das müssen Sie mir mal erklären. Also lieber Lenkert, ich weiß nicht, was Sie hier für Luftzahlen hier in die Wand projizieren. Ich muss auch sagen, ich komme nicht ganz mit, was Sie hier so beschreiben. Auch die Zahlen, ich bin ja auch Beirat der Netzagentur, ich bin also auch da regelmäßig bei Sitzungen dabei. Ich weiß nur eins, Lenkert, wir haben derzeit Redispatch-Kosten in diesem Jahr, die über 500 Millionen Euro betragen. Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass wir in Deutschland im Süden Strom brauchen, der nicht da ist, ja, der nicht gehandelt wird, und im Norden wird Strom produziert, ja, der eigentlich in den Süden sollte, der aber nicht in den Süden geht, weil dort zu wenig Leitungen von Norden zu Süden haben. Das heißt, wir müssen derzeit, weil wir nicht die Kapazitäten haben für den Strom, der im Norden produziert wird und im Süden gebraucht wird, müssen wir jetzt zwangsweise im Norden Kraftwerke, das heißt Windkraftwerke, erneuerbare Energien, die Sie hier haben wollen, müssen wir zwangsweise abschalten. Und müssen im Süden Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke hochfahren, damit der Süden auch weiterhin Strom hat. Ja? Und das hat nur den einzigen Grund, dass wir nicht genügend Leitungskapazitäten haben vom Norden in den Süden. Das komme ich selber schon ganz draus. Vom Norden in den Süden. Und das ist das ganz große Thema. Das kostet 500 Millionen Euro in diesem Jahr. Im nächsten Jahr wahrscheinlich über 1,5 Milliarden Euro. Und das hat alles nur die Ursache im fehlenden Leitungsausbau vom Norden in den Süden. Das müssen wir jetzt entsprechend anpacken. Ja. Auch heute sind wir wieder an einem Punkt, wo wir merken werden, dass wir auch wieder Gegner haben vom Leitungsausbau. Die Opposition macht wieder mal nicht mit. Sie gehen wieder in Deckung. Die Linken und die Grünen gehen in Deckung. Die Grünen enthalten sich. Die Linken stimmen mit Nein. Dieses Verhalten, meine sehr verehrten Damen, wird dazu führen, dass wieder Wasser auf die Mühlen der Netzgegner haben. Die Grünen sitzen leider gemeinsam mit den Linken im Bremserhäuschen der Energiewende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genau. Meine Damen und Herren, wichtig wird jetzt, dass wir schnell mit dem Ausbau der 3 Stromautobahnen vorankommen. Dafür brauchen wir die Menschen vor Ort, wir brauchen die Akzeptanz vor Ort. Deshalb wollen wir bei Gleichstromleitungen auf Erdkabel setzen. Damit wird es möglich sein, dass die großen Stromautobahnen durch Deutschland zum Großteil unter die Erde verlegt werden. Das betrifft insbesondere die großen Nord-Süd-Trassen wie Südlink und die Gleichstrompassage Südost. In der Nähe von Wohnbebauungen führen wir ein generelles Verbot von Freileitungen ein. Ausnahmen für Gleichstromfreileitungen gibt es nur dann, wenn Naturschutzgründe dafür sprechen, zweitens bereits bestehende Stromtrassen genutzt werden oder auch die betroffenen Gebietskörperschaften eine Freileitung wirklich ausdrücklich dann auch verlangen. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren über 1.700 Kilometer Gleichstromkabel in die Erde verlegen werden. In dieser Dimension ist das einzigartig in der Welt. Wir gehen damit einen riesigen Schritt voran. Das wird offen gestanden anspruchsvoll, das wird auch teuer, aber wir stellen wieder unter Beweis, dass die Energiewende eines der größten Technologieprojekte der Welt ist. Wir sind damit wieder einmal Pionier und Schrittmacher in der Energielandschaft. Meine Damen und Herren, trotzdem dürfen wir uns aber auch nicht überfordern, müssen Maß und Mitte auch bei den Erdkabel behalten. Deshalb sind wir auch über die Erdverkabelung bei Wechselstromleitungen etwas zurückhaltender als die Opposition, vielleicht auch manchmal etwas zurückhaltender als die SPD. Bei Wechselstrom sind die Kosten nämlich wesentlich höher,
wesentlich höher und sind auch technisch um ein Vielfaches anspruchsvoller. Schon allein der Landschaftseingriff, und das sollte für die grüne Fraktion ja auch ein besonderes Thema sein, schon allein der Landschaftseingriff ist doppelt so groß wie der bei HGÜ-Leitungen. Er ist nämlich 40 bis 50 Meter breit und diese Einschnitte werden auch von Naturschutzfreunden auch sehr kritisch gesehen. Das derzeit einzig laufende Vorhaben bei Rasfeld kostet 30 Millionen Euro für 3,4 Kilometer Erdkabel. Jeder Meter kostet hier 9.000 Euro, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb haben wir im vorliegenden Gesetz klar zum Ausdruck gebracht, Wechselstrom-Erdkabel werden zunächst im Rahmen von Pilotvorhaben getestet. Wir haben jetzt Kriterien und die Anzahl der Pilotvorhaben für eine Erdverkabelung maßvoll auf 11 erweitert. Allein diese Erweiterung wird uns 400 Millionen Euro kosten. Das Erdkabel ist für Wechselstrom zukünftig sehr eingeschränkt einzusetzen. Wir wollen den Pilotcharakter auch weiterhin behalten. Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit ist uns hier wieder oberste Priorität. Hier darf es keine Kompromisse geben und wir dürfen auch hier den Menschen keine Versprechungen machen, die wir nicht einhalten können. Meine Damen und Herren, noch mal einen Bericht aus der Praxis. Im zweiten Januarhälfte diesen Jahres hatten wir ein Wochenende, das ein Rekordhoch hat im Bereich der Windenergie. Wir haben 30.000 Megawatt Windenergie allein an einem Wochenende ins Netz eingespeist. Die Nord-Süd-Verbindungen, wie vorhin beschrieben, haben nicht ausgereicht, um diese Menge wirklich nach Süden zu transportieren. Wir mussten im Norden die Windräder zwangsweise abschalten. Im Süden mussten wir die Kohlekraftwerke, die Kernkraftwerke zwangsweise hochschalten. Allein an diesem einen Wochenende, lieber Lenkert, haben wir 7 Millionen Euro an Redispatch-Kosten gehabt. Diese Kosten werden in den nächsten Jahren eher mehr als weniger. Deshalb brauchen wir Leitungen, wir brauchen Ihre Mithilfe. Und deshalb kann ich alle nur darum bitten, dass wir jetzt geschlossen für mehr Leitungen kämpfen, damit auch die Energiewende weiter Schritt für Schritt vorangeht. Herzlichen Dank. Abschließender Redner zu dieser Aussprache ist der Kollege Oliver Krischer von Bündnis 90 Die Grünen.